mit die bekanntesten Vertreter der Idle Games, also Spiele, die mehr oder weniger ohne euer Zutun im Hintergrund laufen dürften, ja, Clicker Heroes oder eben auch Cookie Clicker sein. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt ihr Desktopia, das läuft nämlich, wie der Name schon sagt, direkt bei euch auf dem Desktop. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Desktopia läuft wie gesagt direkt auf dem Desktop, das kann sich vor oder hinter eure anderen Fenster legen. Hier könnt ihr ja einfach auf On Top klicken. Wir gehen jetzt mal nicht weiter auf die Einstellung ein. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass ihr hier auf dem Desktop, also hier unten in diesem kleinen Fensterchen, eine Stadt errichtet und dann euch diese Straße hier diese Straße entlang, immer weiter vorarbeitet bis zum Bossgegner, den umnatzt und dann geht es in den nächsten Level, in das nächste Level. Auf jeden Fall geht es dann weiter. Ihr könnt zum Beispiel, hier oben seht ihr, gibt es Gold. Das müsst ihr natürlich sammeln, um eure Stadt weiter aufzubauen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Gold. Das ist, wie gesagt, wenn man einfach nur rumidelt, kommt auch schon Gold rein. Und am allerersten, wenn ihr jetzt hier eine Stadt baut, ich habe mal ein bisschen erstmal angesammelt, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Ihr geht auf das Bildmenü, dazu könnt ihr natürlich auf B drücken oder eben auch hier draufklicken. Und als allererstes baut ihr quasi euer Stadtschild. Und ihr seht schon, es geht los. Die ersten sind schon hier unterwegs, sammeln ein bisschen Gold ein. Und ab und zu fällt dann auch hier so etwas, wie heißt das Ding nochmal, Gratitude oder wie das genau heißt. Damit könnt ihr dann auch kleine Feste starten, damit eure Helferlein dann dementsprechend auch hier weiter motiviert sind. Das steigert die Produktivität und so weiter. Ihr müsst das hier einsammeln, einfach mal draufklicken. Und ihr seht, jetzt haben wir eins, ich meine 15 oder 30 sind es. Und auch hier werden die nächsten Gebäude gebaut. Die sind schon unterwegs. Wenn ihr die hier nicht mehr von Hand einsammeln wollt, dann müsst ihr nur einen Postboten engagieren. Der macht das dann automatisch. Und hier gibt es dementsprechend auch verschiedene Gebäude, die auch verschiedene Effekte haben. Wir machen jetzt einfach mal, weil wir das Gold haben und ich keinen Bock habe, diese ganzen Dinger hier einzeln einzusammeln, bauen wir hier das Postoffice und ihr seht auch hier, es ist wirklich dann tatsächlich da. Und was man natürlich auch immer braucht, sind Soldaten oder eben eine Weinpresse, die dafür sorgt, dass die Leute besser versorgt werden. Generell steht in der einzelnen Beschreibung auch immer drin, wie viele der Gebäude ihr haben könnt, was die dann alles ausrichten. Hier können wir natürlich Soldaten engagieren, die brauchen wir auch, weil wir wollen ja dann den Gegner irgendwann mal angreifen und oder platt machen. Hier gibt es nochmal den Jäger und ihr seht hier auch, der für ja, Luxuries, ich weiß nicht, sind das Luxusgüter, wie immer, wenn die jetzt genau nennen möchten. Und auch Essen. Essen ist gar nicht mal so unwichtig. In dem Fall bauen wir einfach mal. Und es geht auch hier, wie gesagt, immer weiter nach unten. Und jetzt ein Post Office haben wir schon. Ein Schmied ist natürlich auch ganz gut. Der sorgt eben dafür, dass wir schlagkräftiger werden. So, und jetzt wollen wir mal einmal gucken. Ich gehe jetzt einfach mal, ich mache das mal kurz weg, das Fensterchen. Wo war es denn? Wo war es denn? So, wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr eure aktuelle Dorfbelegschaft. Es gibt zum Beispiel auch, was wir jetzt noch nicht haben, die Möglichkeit, dass es hier brennt. Dann müsst ihr selber hin, beziehungsweise einen Feuerwehrmann engagieren, der das für euch macht. So, wir gehen jetzt einfach nochmal kurz hier hin. Und wenn ihr hier auf die... Hier sind eben auch eure Soldaten, die dann schön sorgfältig sind. Sorgfältig aufmerksam sind. Sie sind sorgsam aufmerksam. Und ihr seht hier schon, es gibt kleines Getier. Das ist für euch jetzt gefährlich, in Anführungszeichen. Es greift nämlich euch an und oder die Stadt. Und dafür sind eben die Soldaten da, dass die dementsprechend das hier alles umnatzen, was euch in den Weg kommt. Und auch hier, wie gesagt, es wird schön fleißig weiter gebaut. Ihr könnt also, ihr seht, ihr habt einen Fernangriff. So, jetzt, auch ist immer noch nicht tot. Meine Güte, also ein hartnäckiger kleiner Kollege. So, jetzt haben wir ihn erledigt. Und ihr seht auch hier, es kommt Gold rein regelmäßig. Hier unterwegs könnt ihr das, wie gesagt, aufsammeln. Das lassen wir jetzt einfach mal. Aber auch hier seht ihr, es kommt so einiges rein.
Also wenn ihr jetzt langweilt, ihr könnt natürlich auch, wie es sich beim Idle Game gehört, das Ganze einfach im Hintergrund laufen lassen und euch nur ab und zu drum kümmern. Es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wie gesagt, ich bin jetzt hier schon ein bisschen weiter vorangekommen und da kommt schon so ein fieses Teilchen. Der sieht schon so aus, als wenn der böse Aua machen könnte. Ja, geh mal lieber weg, weil ich wollte euch eigentlich mal eben kurz zeigen, wo wir hin müssen. Es gibt also am Ende jeder Straße den Bossgegner. Na komm schon. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, wenn ihr jetzt hier unterwegs seid, ich habe Angst, könnt ihr dementsprechend auch euer Baumenü aufrufen und die Stadt weiter ausbauen. Ihr müsst jetzt also nicht jedes Mal dafür zurück. Meine Güte, ist der hartnäckig. Nee. Ich gehe mal lieber wieder zurück. Hier sind meine Soldaten. So, in Sicherheit. Puh, nochmal gut gegangen. Also ihr seht, wir haben hier wieder Gold. Was können wir denn noch brauchen? Oh, da kommt er. Jetzt auch mal ran, Jungs. Jäger, was können wir uns leisten? Und auch hier, der Trading Post bringt Infrastruktur und Wohlstand. Wohlstand können wir immer gebrauchen. So, im Augenblick können wir nichts weiteres groß kaufen. Der Woodcutter, den können wir uns im Augenblick anscheinend auch nicht leisten. Okay. Und hier sind eben die Statistiken. Da seht ihr dann, wie es euren Dorfbewohnern so geht. Dem brennt die Mütze. Warum auch immer. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Jetzt ist er tot. Ich weiß nicht, war es Tollwut? Weil das Tierchen hier, ich weiß nicht, ist das böse, ist das gut? Wir sehen hier, glaube ich, eine kleine Invasion an Getier. Und das ist eben das, wo ihr mal so ein bisschen aufpassen müsst, könnt, sollt. Aber wenn ihr genug Leutchen habt, dann kümmern die sich auch selber drum. Warte mal, jo, der ist böse, den haben wir jetzt mal kaputt hier. Wenn eure Herzchen, so wie ihr jetzt hier seht, runtergehen, dann seid ihr kaputt. Ich mache das jetzt einfach mal, ich lasse mich jetzt mal eben umnatzen. Und dann taucht ihr gleich wieder auf, hier am Anfang der Stadt, was jetzt also auch gar nicht mal so schlimm ist. Das Gold bleibt, hier eure Gratitude bleibt. Und wie gesagt, hier habt ihr jetzt eben das Einkommen. Der Zustand, also der Gemütszustand, wie viele traurig, underwhelmed, joyful, was tatsächlich gebraucht wird, Essen, Religion, gibt es auch die Möglichkeit, später da Teilchen zu bauen. Hier, Need in Prozent, hier Need in Number, Need in Prozent, fest am Percent in dem Fall, es ist egal. So, es ist also kalt draußen und ihr könnt jetzt auch, wenn ihr hier zum Beispiel auf Fest klickt, könnt ihr dementsprechend eine Party starten. Die startet dann jeweils am nächsten Tag und sorgt eben dafür, dass mehr Essen da ist, dass sie glücklicher sind, dass die Religion hochgeht, der Learning ist, ja, dass sie quasi besser ausgebildet sind und, und. Aber ihr seht gerade hier unten, wir werden kräftig angegriffen. Wieso werde ich ja eigentlich angegriffen? Frechheit. Also diese fiesen kleinen Tierchen, die sich hier bemerkbar machen. Man sollte auch die richtige Taste drücken, dann bewegt er sich auch. So, wir warten jetzt noch eben, bis hier die Gratitudes voll sind, also die nächsten 15. So, jetzt ist Weather is fine. Dann bauen wir noch mal eben schnell was. Wieso kann ich denn jetzt hier noch keinen Woodcutter bauen? Gucken. Ach nee, weil wir den schon haben, Entschuldigung. Hier, die zwei haben wir ja schon. Mein Fehler. So, die Mine brauchen wir, um das nächste hier freizuschalten. Das machen wir auch einfach gleich mal. Jetzt können wir natürlich, guck mal, Bäcker haben wir hier noch. Dann hier auch eben für den weiteren Angriff. Der Alchemist kann auch die Einwohner heilen. Das hier, dieser Black Fog, das war das, was wir gerade da gesehen haben, wo dem die Mütze gebrannt hat. Und natürlich der Fire Marshal, der ja extrem wichtig ist. Falls es jetzt mal hier brennt, dann rennt er dahin und kümmert sich darum. Das sind eben die Sachen, die wir als nächstes brauchen. So, ist denn hier jetzt noch so ein Grant? Dann würde ich nämlich mal gerne hier so ein Fest starten. Na. Mal eben kurz gucken, wie weit unsere Stadt... Also ihr seht, also die Stadt baut sich immer weiter aus. Also nach rechts hin. Und am besten ist es natürlich, wenn ihr die so weit ausbaut, dass ihr auch wirklich ganz rechts hier beim Boss ankommt.
weil dann kümmern sich auch dementsprechend eure Soldaten darum, beziehungsweise auch die Alchemisten, wenn ihr, also was ihr dann da so aufgebaut habt. Das stärkt natürlich auch immer alles eure Angriffskraft und die werdet ihr je nach Bosslevel dann auch brauchen. Am Anfang geht es natürlich ein bisschen besser. Beim ersten Mal, hier bin ich ja schon, weiß nicht, zwei oder dreimal neu gestartet. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz im Hinterstübchen, wie oft ich das jetzt schon gemacht habe hier, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Ihr könnt dann, wenn ihr das Level beendet habt, könnt ihr natürlich auch einfach weitermachen. Dann sammelt sich ihr weiter Gold an und. Oder ihr steigt direkt ins nächste Level auf und könnt dann dementsprechend wieder von vorne anfangen mit etwas höherem Schwierigkeitsgrad und natürlich auch noch anderen Möglichkeiten. Jetzt sehen wir hier, wir haben die 15 Gratitude zusammen, also einmal das Fest starten. Jetzt können wir uns aussuchen, was wir machen wollen. Es ist eigentlich erstmal egal, obwohl man könnte jetzt auch gucken, wie sind die Bedürfnisse, was wird gerade am meisten gebraucht, Infrastruktur, Essen. Essen ist immer gut. Oder Luxuries, komm, da machen wir jetzt mal hier was für die Luxury feuerfrei. Das nächste Festival kostet dann eben 30 Gratitude. Jetzt müssen wir einfach nur warten, bis der Tag rum ist. Und dann startet am nächsten Tag das Fest. Knuddelt der mich jetzt hier nur an? Ja, sieht so aus, ne? Der macht keinen Schaden. In der Zwischenzeit können wir vielleicht nochmal was bauen. Ja, jetzt ist die Frage Feuer oder Alchemist, weil der sorgt für Religion und ja, halt verletzte Leute. Ja, machen wir mal. Hui, da, guck mal da. Da haben wir schon wieder die kleine Invasion hier. Und die kümmern sich jetzt dementsprechend hier darum. Das macht die schon mal sympathisch. Fensterchen zu. Wollen wir mal kurz gucken. So, also es ist jetzt schon Nacht, ist es dunkel. Komm, da hauen wir jetzt mal hier mit drauf. Die Viecher nerven ja auch. Die Musik und die... Ah, guck mal da. Hier, hätten wir jetzt den Feuermarschall. Dann könnte der sich jetzt schön darum kümmern. Ja, wie gesagt, es brennt. Nicht gut. Es brennt. Wir haben Invasion, aber hier, ihr seht, es ist Festival. Jetzt wollen wir doch mal gucken, 698, ja, es brennt, weiß ich auch. Also er zeigt einem dann auch direkt an, wo das Feuer ist, wenn ihr da draufklickt. Kann ich schon den Feuermarschall bauen? Natürlich nicht. Hätte ich ihn mal als nächstes gebaut. Und ihr seht, das Feuer greift dann natürlich ein bisschen über auf die anderen. Ist nicht ganz so gut. Und ja, wie gesagt, Feuermarschall wäre jetzt die bessere Wahl gewesen. Aber ist egal. Dafür kann ich euch das ja jetzt mal eben hier zeigen. So, und jetzt würde ich sagen, ich mache mal eben hier meine Stadt soweit fertig, dass wir in den Bosskampf gehen können. Kann ein bisschen dauern, deswegen blende ich mich jetzt mal an der Stelle aus, beziehungsweise mache hier einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich am Ende der Straße. So, wir sind jetzt hier auch schon beim Boss angekommen, beziehungsweise der hat uns gefunden und greift hier unser Dorf an. Das Problem ist jetzt noch ein bisschen, wir haben hier einfach so wenig Leute, aber ihr seht hier, der Blood King wird jetzt hier ordentlich angegriffen. Man muss natürlich immer gucken, wie es jetzt hier aussieht. Ja, kann keine Gebäude mehr aufbauen. Ich habe natürlich gesehen, dass wir jetzt hier ein bisschen an Infrastruktur schon haben. Aber wir sind jetzt eben hier vorgedrungen zu ihm. Hier ist seine Behausung. Und jetzt wollen wir hoffen, dass ich jetzt auch auf die richtigen Pferde gesetzt habe. Ich greife den jetzt mal nicht an. Mich hat es nämlich hier schon zwei, dreimal umgehauen. Und jetzt mal gucken, also das Leben geht hier konstant runter. Toi, toi, toi. Mal gucken, hier unten habe ich hier noch meine Priesterin, was glaube ich, die ihn da jetzt auch kräftig angreift. Ich habe hier auch zum Beispiel auch noch den Schlachtruf, der dafür sorgt, dass hier alle zu mir kommen, beziehungsweise dann wohl auch der Schaden erhöht wird. Den kann man dann starten, indem man hier so eine Gratitude einsetzt, also schrägstrich opfert, könnt ihr euch jetzt aussuchen, wie ihr das nennen wollt. Und ihr seht natürlich, ich sag mal, die Spannung hält sich hier in überschaubaren Grenzen, was das angeht. Aber hier, guck mal, er ist ja mal ein ganz mutiger, der geht direkt drauf. Ja, und wahrscheinlich, er ist auch direkt drauf gegangen. Komm, jetzt hau ich mal auch noch mit drauf, mal gucken, was passiert. Verstehe zwar nicht, warum er jetzt gerade hier nicht angreift. Vielleicht, oh, okay, jetzt weiß ich, warum er nicht angreift. Verdammte Axt. Jetzt müssen wir einfach mal hoffen, dass meine Männchen hier
kann ich jetzt hier... Komm, dem Mutigen gehört die Welt. Beziehungsweise der Blood King. Mal gucken, ob ich den hier jetzt ansatzweise mit umnatzen kann. Na komm, ihr merkt schon, ich klicke mir gerade die Finger wund. Und das, jawohl, es sieht gut aus. Das Dorf ist gerettet, wir haben Gold. Und wir könnten jetzt hier weitermachen. Oder eben mit Move On im nächsten Level aufsteigen. Also ihr seht, das Ganze hat einen schönen kleinen Wuselfaktor. Vor allem das Schöne ist, es läuft hier immer unten nebenbei auf dem Desktop im Gegensatz zu den anderen Spielchen, die eben so im Browser laufen. Das müsst ihr jetzt für euch selber entscheiden, was euch da mehr abholt. Das Ganze hier hat zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, irgendwas um die 8 Euro bei Steam gekostet. Ich verlinke das mal in der Videobeschreibung. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann einen Sale. Ich meine, das nächste größere Update war da sogar auch schon mit dabei. Oh, da kommen wieder böse Leute. Wo kommen die denn her? Was ist jetzt passiert? Okay, ich war, glaube ich, tot. Bin jetzt wieder hier am Startpunkt des Dorfes. Aber okay, ihr seht das Spielprinzip. Ihr habt verstanden, worum es geht. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Und wenn es euch gefällt, kauft das Spiel. Damit unterstützt ihr natürlich auch immer die Entwickler. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob euch das Spiel so abholt wie mich. Ich finde es total putzig. Und vor allem, weil es eben die ganze Zeit hier auf dem Desktop mitlaufen kann. Und ja, je nachdem, wie ihr wollt. Ihr könnt euch mehr oder weniger reinhängen. Ihr könnt auch den Schwierigkeitsgrad einstellen. Und das war aber, glaube ich, nur bei einem neuen Spiel. Ich habe das hier eigentlich im Großen und Ganzen auf Idle gestellt. Also damit das wirklich nebenbei ganz gut läuft. Und man nur ab und zu eingreifen muss. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ein schwieriges Wort. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön und ciao.